Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Ich bin hier in Seltschach und mache hier nur eine kleine Wandertour, weil morgen ist Silvester und ich bin ja mit Freunden hier. Wir machen heute Kartoffelsalat, bereiten alles vor. So können wir den morgigen Tag nochmal richtig genießen im Schnee. Und heute Abend haben wir eine Tour gebucht und zwar auf den Dobratsch, eine Fackelwanderung, vielleicht mit Schneeschuhe, vielleicht auch nicht, eine kleine Jause ist auch dabei und ich hoffe, ich kann euch da auch mitnehmen heute Abend, aber bis dahin bin ich hier unterwegs. Hier ist das Skigebiet Dreiländereck, Slowenien, Italien und Österreich und ja, da mache ich jetzt mal eine kurze Wanderung hin, bevor es wieder an den Kartoffelsalat geht. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Meine Freunde haben ihr Haus hier auch an dieser Straße, allerdings ein Ort weiter. Und ich dachte morgens, nachdem ich abends angekommen bin und überlegt habe, du bist ja am Ende der Welt. Und morgens fuhren dann so viele Autos auf dieser Straße hier entlang. Ich denke, wie kann das sein? Es ist wie auf einer Autobahn. Und dann haben die mir gesagt, hier geht's zum Skigebiet. Und schaut mal, da ist es echt richtig voll. So, da hinten kann man dann eine kleine Après-Ski-Party machen, wenn man fertig ist. Und hier ist die Kasse. Mal gucken, was die Preise so sagen. So, Tageskarte 43 Euro. Und dann geht es gestaffelt abwärts, wenn man später kommt. Wer 10 Tage hier ist, 343 Euro. Da hinten ist der Lift. Der geht nach oben, direkt ins Skigebiet Dreiländereck, so heißt das. Und hier unten ist für die jungen Skisportler, Skischule, ja, alles, was man so braucht. Ne? Und da ist der Dobratsch, wo wir heute Abend unsere Fackelwanderung machen wollen. Auf jeden Fall ein Geheimtipp, denn schaut mal, hier muss niemand stehen und warten, bis sein Vorgänger los ist. Und eine Rodelbahn gibt es auch. Schaut mal, ein Regenbogen. Es regnet nämlich. Und für die, die Abfahrtski nicht so gern mögen, gibt es hier auch eine Loipe, eine gespurte Loipe und eine Rodelbahn. Hallo, ich bin hier übrigens, ihr seht mich nicht. Wir gehen jetzt hier auf Wanderung. Alle ziehen ihre Skischuhe an und ja, dann geht's los. Wir sind jetzt hier noch auf dem Parkplatz und wandern hier berghoch. Man sieht nur nichts. Die anderen Touristen ziehen alle Schneeschuhe an. Wir haben uns für Grödel entschieden. Ganz einfache Wanderung eigentlich. Wir werden dazwischen ein bisschen was über Natur dort erzählen und wir werden schauen, dass wir möglichst ohne Licht draufkommen. Gell? Was hier wichtig ist, wir hier haben jetzt gerade Winterruhe. Wir haben da in dem Bereich sehr viel Gämse, dass man halt immer schaut, dass man wegbleibt, dass die wenigstmöglich Energie verschwendet haben. Ich weiß nicht, ob man das Haus sieht. Wir sind jetzt hier im Zehnerlock und jetzt gibt es hier leckere Kost aus Tirol.
Guides verteilen jetzt hier Kräutertee. Jeder bekommt eine Langstoße. So, hier ist Brot, Schinken. Okay. Also die Pflanze, mit der ich hier räuchere, ja, das ist die Artemisia annua. Das ist der einjährige Beifuß. Und ich habe deswegen die Pflanzen mitgenommen, weil das eine sehr besondere Pflanze ist. Und wir sind jetzt im Winter und können eigentlich nicht über Pflanzen reden, weil alles zu schnell ist. Aber dieser einjährige Beifuß ist eine hochwirksame Heilpflanze. Und das ist jetzt nichts Esoterisches, das ist Wissenschaft, das ist von der WHO anerkannt als Heilpflanze. Und wogegen man die einsetzt, wunderbar ist zum Beispiel Malaria. Das gibt es jetzt in unserer Gegend nicht, aber in unserer Gegend hat man schon Erfahrungen damit gemacht für Krebs. Also wird in der traditionellen chinesischen Medizin sehr viel eingesetzt. Ja. Und da gibt es eine chinesische Wissenschaftlerin, die ist 2015 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgestattet worden, weil sie aus dieser Pflanze, wo über 100 Inhaltsstoffe drinnen sind, dieses Artemisium heißt es, ja, diesen Inhaltsstoff herausgefiltert hat, der eben so hochwirksam gegen die Malaria ist, der, so wie es ausschaut, auch bei Krebs ganz gut hilft. Ja. Und wir haben jetzt leider diese Covid-Zeiten. Man hat auch begonnen zu forschen gegen Covid-Viren und so wie es ausschaut, sind die Verläufe leichter, beziehungsweise hilft es anscheinend auch gegen Covid. Wir machen es in Mexiko gerade Studien zu dem Thema. Das ist eben der einjährige Beifuß. Ja, dann früher sind die Leute halt beim Feuer zusammengesessen und haben halt sich Geschichten erzählt und dabei haben sie auch geräuchert. Und sie haben das auch gemacht, weil sie der Meinung waren, dass man zum Beispiel über das Räuchern böse Geister ausräuchert, dass man Kontakt zu Ahnen aufnehmen kann. Die Kelten haben das auch schon gemacht. Ja. Bei den Kelten war diese Zeit der Rauhnächte eine Zeit, die außerhalb, also sie haben gemeint, es steht außerhalb der sonstigen Gesetze der Welt. Also das, was das ganze Jahr gilt, gilt in diesen 12 Jahren nicht und deswegen ist es 12 Tagen nicht und deswegen ist es da leichter, quasi mit irgendwelchen spirituellen Dingen in Kontakt zu kommen. Ne? Es geht wieder los. Die Jause war super lecker mit dem Tiroler Speck vor allem und dem leckeren Tee. Und die Infos zum Räuchern waren auch total interessant. Die meisten haben jetzt ihre Schneeschuhe wieder angezogen. Wir nur die Grödel, weil wir finden es einfach nicht praktisch, jetzt Schneeschuhe anzuziehen, weil wir auf normalen Wegen laufen und nicht im Tiefschnee. Der Wind ist extrem stark. Der beleuchtete Ort dort unten, das ist Villach. Und wir suchen hier gerade einen Schneeschuh. Die Guides hatten ihre Schneeschuhe auf dem Schlitten befestigt und durch den Wind muss einer weggeflogen sein. Jedenfalls hat der eine Guide nur noch einen Schneeschuh. Und ist einfach mega, er leuchtet uns den Weg. Wir waren eine sehr sportliche Gruppe, wir waren schnell unterwegs. Wir haben die Straßen abgehalten. Ja, jetzt waren wir gut unterwegs gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich. Mal was soll ich noch sagen? Oder? Nein, ich schließe mich eigentlich an. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Gell? Danke, dass ihr da wart. Gell? Wenn ihr noch Fragen habt, jetzt zum Naturpark, könnt ihr natürlich gerne stellen. Ja. Für die deutschen Gäste, es sind ein paar deutsche Gäste da. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man da runtergeschaut auf die Stadt Villach, und ob man das glaubt oder nicht, das ist schon die 7. größte Stadt in Österreich. Gell? 66.000 Euro. Letztes Mal Blick auf den Dombratsch und so ein geniales Wetter. Mega. Bye bye Österreich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten Video werdet ihr mich nach Mailand begleiten.